dass die Wahl zum Bundestag hier in Deutschland größere Auswirkungen auf die Entwicklung der Börsenkurse haben werde, das hat im Vorfeld niemand so wirklich geglaubt und auch nicht damit gerechnet. Und es ist auch kaum etwas zu spüren, aber so einen kleinen Effekt, den können wir durchaus sehen, nämlich allein die Tatsache, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel die Wahl gewonnen hat und damit weiter im Amt bleibt, die spricht für eine gewisse politische Stabilität. Und die Börsen, die Börsianer lieben Stabilität, weil sie dann wissen, was sie bekommen, wissen, was sie haben, damit auch eindeutig rechnen und umgehen können. Und das allein hilft schon ein bisschen heute hier dem DAX auf die Beine. Er liegt mit 0,2% im Plus oder 20 Punkten bei 8.695 Zählern und hält sich damit doch in Lauerstellung vor seinem ja erst in der vergangenen Woche erreichten Allzeithoch, was ja bei 8.770 Zählern liegt. Darüber hinaus haben wir aber auch die Market-Einkaufsmanager-Indizes bekommen. Hier schon die vorläufigen Zahlen. Und da will ich Ihnen mal für die Eurozone den Gesamtfaktor nennen bei der Umfrage unter den 4.000 Unternehmen, zusammengefasst von Industrie- und Dienstleistungssektor. Und da ist der Einkaufsmanager-Index um 0,6 Punkte auf 52,1 Zähler gestiegen. Das ist schon überraschend, denn Analysten hatten nur mit 51,9 Punkten erwartet. Und der Chefvolkswirt des Market-Instituts, Chris Williamson, der sagte dazu, es mehren sich die Anzeichen dafür, dass sich die Eurozone von der längsten Rezession ihrer Geschichte weiter erholt. Besonders erfreulich sei, dass der Aufschwung das gesamte Währungsgebiet erfasst habe. Das ist doch schön und das, wie gesagt, stützt auch natürlich den Markt jetzt hier zusätzlich. Die kurzfristig orientierten Derivateanleger haben sich im Hinblick auf den DAX jetzt noch nicht so richtig festlegen und einigen können. Hier können wir noch keinen eindeutigen, klaren Trend beim Handel mit Hebelprodukten beobachten. So gibt es uns das die Gelegenheit, mal auf Einzelwerte zu schauen und da an der Spitze der DAX-Gewinner heute die Infineon-Aktie aktuell mit einem Aufschlag von 2% auf 7,63 Euro. Infineon selbst hat die Aussicht mal formuliert auf einen Gewinn über den bisherigen Planungen und daraufhin sagen jetzt die Analysten von Exane BNP, sie heben das Kursziel von 9 auf 10 Euro an und behalten ihre Einschätzung mit Outperform bei. Und die Analysten der DZ-Bank, die sagen, die halten diese Prognosen von Infineon für realistisch und rechnen sogar damit, aufgrund der prall gefüllten Kassen, dass es ein Aktienrückkaufprogramm geben könnte. Und natürlich würde auch dieses den Kurs stützen. Verlierer haben wir auch heute. E.ON und RWE gehören dazu, die Versorgertitel also. Und da sagt man jetzt hier auf dem Parkett, das hängt wohl damit zusammen, dass eine der möglichen Varianten der Regierungskoalitionen schwarz-grün sein könnte. Und die Beteiligung der Grünen hier an einer Regierung könnte nicht unbedingt den Versorgertiteln helfen und diese stützen. Und insofern ist jetzt hier erstmal Vorsicht die Mutter der Porzellankiste.